Moin Moin und willkommen zu Operation Bloodhound. Die neue Operation ist rausgekommen mit einem komischen XP-Balken, mit so ein bisschen Gammel-Story, wo dir erstmal ein bisschen was erzählt, bevor du eine Mission startest. Völlig, ja, ich weiß nicht. Ich bin sehr verwirrt, warum und wieso und weshalb sie sowas eingeführt haben, ist ja auch Wurst. Es gibt ein paar neue Maps, leider kein DE Tusken. Warte mal, wir können kurz einmal reingucken in die Maps. Es gibt Rails, Resort, Zoo, Lock, Season ist wieder mit dabei und Agency ist auch wieder mit dabei. Wenigstens halt größtenteils Bomben-Maps, DE-Maps finde ich sehr gut, weil, ja gut, Geisel-Map spielt halt kein Arsch, zumindest nicht im Matchmaking oder so. Ja, wir wollen aber jetzt ein bisschen Missionen spielen. Ich habe auch gerade eben ganz kurz schon mal eine getestet und geguckt, ob es funktioniert alles. Wartet mal, dazu machen wir das Ding hier auf. Okay, hier ist nicht viel zu sehen. So, wir müssen nämlich mit der P250 Kills machen. 30 sind es an der Zahl. Ich glaube, ich habe erst 2, 3 gemacht. Wen interessiert's? Und dann erzählt er jetzt noch ein bisschen was. Pass auf. Hello, my name is Sebastian Enke. And I'll be your CO for Operation Bloodhound. Our purpose? Track down one of the most dangerous operators working for the Phoenix. Under my training, you will become more than a soldier. You'll become a hunter. But before we begin our work with the rifle, you have to learn how to live long enough to get one. Become an expert with your sidearm. It's the fastest way to get the resources you'll need. Premium, oder? Also, ich meine, Counter-Strike hat unbedingt solche komischen Story-Videos gebaut. Ich meine, es ist nett. Ich meine, sollte nicht drüber meckern. Nice, okay, ich freue mich. Ja, cool. P250 Kills. Ich denke, wir werden ziemlich abgefarmt, weil wir die Maps nicht kennen, außer The Season. Und wir spielen mit der P250 und alle anderen ballern uns wahrscheinlich mit AK und sonst was nieder. Okay, wir spielen Agency. Agency kennt man schon. Das sieht so ein bisschen aus wie... wie heißt es nochmal? Vertigo. An Vertigo erinnert mich so ein bisschen, weil sie ist halt auch so ein großes Hochhaus im Grunde genommen innen drin. Bis jetzt, also ich habe mir ein paar Sachen schon kurz angeguckt. Es ist irgendwie mitten in der Nacht, 3 Uhr und ja, ich wollte nur kurz halt euch ein Video machen, damit ihr vielleicht ein bisschen eine neue Map sieht. Gut, backen damit. Obwohl, wollen wir? Na komm, lass uns eine neue Map spielen. Lass uns einfach nochmal ganz schnell quitten. Ist cooler, finde ich, wenn wir jetzt einfach nochmal machen, damit wir jetzt nicht... Warte, was wollte der? Ah doch, da. Erzielen Sie. Logbuch öffnen. Muss ich da extra draufklicken, dass er die Mission spielt? Oder kann ich auch einfach irgendeinem Deathmatch jetzt joinen? Und das machen. Okay, Mission spielen. Ich glaube, ich hätte auch einfach irgendeinem Deathmatch joinen können. Ich hätte das nicht unbedingt so machen müssen, oder? Ist auch Wurst. Ist auch vollkommen Wurst. Ich bin echt schon ein bisschen durch den Wind, 4 Uhr nachts, aber ist egal. Hol euch wenigstens noch den... bitte jetzt eine neue Map, bitte. Na, Season! Du willst mich verarschen, Spiel! Come on! Warum? Es gibt wie viele neue Maps? 5 oder 4? Und der schmeißt mich in Season rein. Und in Agency. Okay. Season haben sie auch ein bisschen verändert. Das ist ein bisschen kleiner und enger geworden. Aber ich will euch Season nicht zeigen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ins Hauptmenü. Und wenn es dann wieder eine verdammt normale Map ist, dann habt ihr Pech gehabt. Dann spielen wir halt eine ganz normale Map. Aber ich wollte doch eigentlich ein Video machen, wo man dann was Schönes sieht. Was man halt noch nicht schon 10.000 Mal gesehen hat. Das wäre doch eigentlich viel lustiger. Aber wie, du verarschst mich jetzt nochmal spielen. Und darf ich nämlich die ganze Aufnahme nochmal neu starten. Wie, du verarschst mich jetzt, Counter-Strike. Gib mir was Schönes Neues. Ja, 4 Uhr nachts, ich will müde, ich will schlafen. Gib mir jetzt eine neue Map. Ja, danke. Wow, was ist das? Sieht aus wie so ein Urlaubsziel. Oder Urlaubsort, ich habe keine Ahnung. Okay, P250, nice. Ja, das ist so ein Urlaubsresort. Also achtet jetzt bitte bloß nicht auf mein Crosshair-Placement. Das wird wahrscheinlich super katastrophal sein, weil ich keine Ahnung habe, wo man hier hingehen muss oder was hier überhaupt abgeht. Wir laufen mal hier runter. Oh. Tschüss. Hallo? Hier rechts. Und dann? Oder? Boah, der saß! Der saß und der wird weggefragt, oder? No, der ist weggelaufen. Warte, ist einer drin? Oder hast du auf der Map gesehen? Hallo, 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 hallo. Das war meiner. Okay, die Map sieht jetzt so rein vom Design her gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, wie sie spielerisch ist, aber... mit was spielt er da? Oh, das war eine Nova, die mir da eingeschenkt hat. Ah, hinter mir. Nein, nein, nein. Er kommt da aus dem scheiß Ding raus.
Man darf leider auch nicht irgendwie unendlich viele Missionen machen. Ich glaube, irgendwie nur zwei am Tag oder so. Ich glaube, die stacken aber. Auf jeden Fall finde ich es ziemlich nice, dass die jetzt endlich rauskommst. Die Skins sehen halt auch relativ cool aus. Könnt ihr euch bestimmt auf 1000 Webseiten angucken oder auch im Steam Shop. Also im Steam Shop, sag ich schon. Ja, im Steam Market, whatever. Die AWP sieht richtig nice aus. Die AK sieht richtig nice aus. Die M4 sieht meiner Meinung nach richtig nice aus. Die Farmers geht so. Die Galil ist super cool. Und die USPS ist auch super cool. Viele coole blaue Skins wieder mit dabei, die richtig gut aussehen, meiner Meinung nach. Und die AK halt. Aber die AK wird wahrscheinlich wieder super teuer sein. Warum von hinten? Gib mir doch mal ein bisschen Deckung, Mate. Gib mir doch mal ein bisschen Deckung, Mate. Wow, das sieht cool aus. Okay, das sieht voll komisch aus, wenn ich da so drauf zulaufe. Da wird mir schlecht. Oder wie hier der Regen... Oh, ich habe Angst vor dem. Warte mal. Der Knife-Sound ist neu. Lol, das klingt komisch. Voll ungewohnt. Ah! Wow! Okay. Ich war etwas versteckt. Wo stehe ich da auf einmal? 1-3. Ich habe leider keinen Shortcut für die und ich habe Autobuy immer an, weil ich die Taste umgelegt habe. Normalerweise machst du das, glaube ich, auf irgendeine F-Taste aus. Wow, ich bin super verwirrt. Wo geht's hier lang? Und dann... Ne? Hier? Und dort? Die ist schön offen, die Map. Das gefällt mir. Die ist nicht so zugestellt. Boah, der leckt, der leckt, der leckt. Und wieder leckt, wieder leckt. Wieso leckt der so? Nein! Boah, der drückt mir mit Diegel. Ich hab... Doch, ich hab ein bisschen Choke. Aber minimal. Ne, eigentlich nicht wirklich. Okay, die Lobby ist krass. Nein! Ich war zu langsam. Warte, da kommt noch einer. Ah, Terry. Nein, hat natürlich den M4, duckt sich hin und sprayt mich weg. Was machst du nicht zu der P250, ey? Vor allem, wenn du nicht weißt, wo der herkommt. Warte mal. Da kommt noch einer. Nachladen, nachladen! Huh! Der war low. Warte, kommt der. Irgendwo ist einer. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Kann man hier rauf? Ja. Cool. Okay, ich mach den Steincamper. Sieht schön aus hier, Mann. Sieht schön aus hier, mach ich Urlaub. Du, 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 du. Bisschen die Füße ins Wasser halten. Hat voll viel Bass irgendwie, der Sound. Bum, bum, bum. Okay, wo geht's lang? Oh, ich habe 6 Leben, ich fall eh gleich um. Warte mal, so. Nein, so. Bin noch sehr verwirrt mit dieser Map. Bin noch sehr verwirrt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das bis jetzt gefallen hat. Ob ihr euch sie überhaupt schon gekauft habt und was ihr zu den Skins sagt. Also das interessiert mich vor allem, was zu den Skins sagt. Das ist auch ein neues Knife rausgekommen. Das hat mich sehr erschreckt. Wobei ich muss sagen, das neue Knife, das gefällt mir nicht so. Es erinnert mich eher so an so ein Flip-Knife. Ja, Support, nice. Und die Flip-Knives fand ich auch nicht so nice. Aber ich würde es gerne in-game sehen, das Knife. Wie die Animationen sind und so. Könnte, glaube ich, auch ganz cool werden. Weiß ich, ob auch ein paar neue, ihr Knife-Skins mit bei sind. Kann, denk schon. Irgendwas habe ich gelesen. Viel überarbeitet haben sie nicht so. Rein so, was das Balancing angeht oder so, war da, glaube ich, gar nichts mit drin, habe ich gelesen. Ich meine, hier und da so ein paar Bugfixes. Nein, nein! Oh, ich dachte, ich werde von hinten weggemäht. Hallo? 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 Von hinten? Von hinten. Oh, das war drauf. Nein, er hat mir gedrückt. Ich war schön drauf, aber da ging nichts rein. Oh! Oh, oh. Abgestaubt. Boah, der Boden, der ist richtig eklig, finde ich, wenn ich da drauf gucke, wenn ich da drüber laufe. Mag ich überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Okay, nicht sprayen. Einfach ganz ruhig. Ich war sehr panisch gerade. Aber es ist 4 Uhr nachts, ich bin echt übermüdet. Hilfe! Wo geht's weiter? Hier geht's runter. Wow, wo geht's hier hin? Oh, warte. Hühnchen zählen auch. Hühnchen zählen auch. Ich treffe das Hühnchen nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Irgendjemand ballert mit dem 4. Hallo?
Wow! Hat er mir gedrückt. Es gibt auch P90 Elite Build Skin. Finde ich auch sehr schick. Oh, oh. Wow! Fuck it, ey. Finde ich auch sehr schick. Sehr coole Skins wieder. Also die Farmers fand ich jetzt nicht so geil. Die, ich weiß noch nicht, die P2000 habe ich noch nicht gesehen. Würde ich gerne in-game sehen. Und der Glock Skin würde ich auch gerne mal in-game sehen. Die waren jetzt so vom Bild her, was ich gesehen habe, nicht so cool. Hahaha. Oh. Nein, schon wieder dieser Deagle-Penis. Hätte einfach durchziehen müssen. Nein, nein. Oh, da war nur der Support drin. Okay, da kommen mehr. Ah, da war ich einfach nur panisch und wieder einfach hingeduckt. Warte, der kommt aber gleich. Wo ist er? Hab dich. Aber oh, der hat mir noch gut gegeben. Nein, 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 nein. Stirb, stirb, stirb. LOL. Geh aus dem Weg. Nein, den habe ich gehämmert über die Entfernung. Aber LOL, nur 63 Schaden. Aber halt auch die Entfernung einfach zu groß. Trotzdem für einen Header 63 Schaden. P200.000. Ja, ich habe eine P200.000. Easy. Ist schon ein bisschen low. Hätte schon ein bisschen mehr sein können. Das ist ja fast wie so ein Brustschuss, ey. Auf Entfernung braucht man mit dem Ding ja gar nicht schießen. Selbst ein Kopfschuss macht ja übelst wenig Schaden. Aber es sind mehrere Leute gerade die P250-Mission am machen. Fall um. Danke. Aua, Mann. Ey, der Typ drückt mir Deagle-Bretter bis zum geht nicht mehr. Ups. Das war keine Absicht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt im Matchmaking spielen möchte. Ja, ist okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wenn, kann man das mal mit dem Smurf spielen, aber kann man das wirklich ernsthaft irgendwie mit seinem Main-Account spielen? Nein! Er wusste natürlich, dass ich um die Ecke bin. Hat auch mal draufgehalten. Mal gucken, vielleicht kristallisiert sich ja sogar eine richtig geile Map raus. Also hier weiß ich nicht, ob das im Matchmaking so geil ist. Und so lange Gänge, wird wieder so georbt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dreck, Dreck. Oh, der macht so einen Pixel-Piss. Oder ich mache eher mit dem Pixel-Piss. Nein. Was haben wir geschafft hier? Ich habe keine Ahnung. 18-14, naja, dass wir nur die P250 benutzen dürfen, dafür ist noch ganz okay. Wow, ich habe einen Case! Ich habe einen fucking Case! Ey, das machen wir gleich auf. Das machen wir gleich auf und ziehen da das richtig geile neue Map raus. Ich will euch den Zoo zeigen. Der Zoo sieht auch richtig krass aus. Gibt voll wenig XP, ne? Richtig wenig XP. Ich weiß nicht, wie viele verdammte Kills wir noch brauchen mit der verdammten P250. Oh ja, das kommt Zoo dran. Zoo habe ich gerade eben kurz gesehen. Das sieht schon nice aus. Sieht aber, ist genauso verwirrend, die Map. Also, es gibt noch so eine Map, die ist irgendwie so im Dschungel. Da denkst du dir, wow, Call of Duty oder was? Und die ist einfach nur Zoo. Die ist einfach nur LOL. Die spielen wir auch noch. Und danach machen wir das Case auf und ziehen da richtig geilen Scheiß raus. Richtig, 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 richtig geilen Scheiß. Habe ich gehört. Also, Welt initialisiert, Spieldaten werden abgerufen. Und ich möchte meine P250. Go. Na, eigentlich möchte ich, weiß ich nicht, P250 will ich eigentlich gar nicht spielen. Ich würde gerne eine AK spielen oder so. Guck mal, hier ist das Aquarium. Mit Robben. Robben! Wo sind die Robben? Hä? Oh, warte. Du zählst auch. Vergesse ich immer wieder. Wow, die Map ist noch verwirrender als die davor. Die ist jetzt viel enger. Und so blöd, ein Hühnchen zu treffen. Boah, guck mal. Nemo! Ah! Hier sind keine mehr, warte mal. Er sprayt ihn einfach weg. Warum spielen die auch? Ich denke mal, alle hätten die Mission. Ich fände es viel cooler, wenn jetzt alle P250 spielen würden. Dann wäre das wenigstens fair. Hä? Okay, da gibt's wieder. Oha. Oh, Robben, wo sind sie denn? Sie sind ja gar nicht zu Hause. Warum sind die Robben nicht da? Ah!
Ah! Oh, Hühnchen. Ah! Ah, Shitwurst. Wie viel brauche ich eigentlich noch? Remaining Kills 12. Okay, die 12 Kills sollten wir da hoffentlich noch schaffen, oder? Warte mal. Der hat Header. Sag ich doch, der hat Header gefasst. Ich bin im Kreis gelaufen, oder? Hier waren wir schon. Warum haben sie eigentlich den Knife-Sound verändert? Oh. Yes. Der hat sich halt überhaupt nicht mehr bewegt. Dass ich einfach da oben reingestellt und auf Weihnachten gewartet habe. Was sag ich eigentlich zu meinem neuen Knife? Schick, oder? Ich habe es getradet gegen meine Cyrex und mein Karambit. Ist halt traurig, weil ich jetzt keinen M4-Skin mehr habe. Und ja, Karambit finde ich schon verdammt geil. Aber ich sag ganz ehrlich, so rein so vom... Ich finde das geil. Das Fate Huntsman Knife sieht geil aus. Oh, komm an, komm an. Nein! Nachgeladen. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ah, ich will hinter das Ding. Ich stehe da voll vor. Ah, wo kommt der denn her? Ich habe ja ein Hühnchen gerade gesehen, oder? Da. Oh, oh, lol, er hat mich einfach im Spray erwischt. Der Penner, der hat sich auch wahrscheinlich gefreut. Ah! Spawnt er da irgendwie daneben? Ich wollte gerade irgendwie nach rechts abbiegen. Da geht's ganz lang. Oh, hier sind ganz viele Fischis. Wäre cool, wenn man die kaputt schießen könnte und alles irgendwie unter Wasser stehen würde danach. Da ist kein Battlefield oder so, ne? Wow, aber die Map ist schon... Keine Ahnung. Amazing. Bin sehr verwirrt, aber ansonsten... Oh, der hat einen Header gefressen, der da umfallen kann. Der. Nein, 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 nein. Wow. Der hat kassiert. Nein! Na, er kam um die Ecke gestraft. Musste ruhig stehen. Da war nicht mehr viel. Hallo? Hallo? Aha, aha, oho, oho, aha. Drei, ha. Wo gehst du denn hier lang? Ist hier ein Anfang? Oh, hier kann man planten. Warte mal, ist hier der Bombsplot? Ist Plot? Was? Warte mal, ich will mir den Bombsplot angucken. Lass mich doch mal in Ruhe. Ist er schon tot, ja. Entweder muss man da oben planten oder hier unten? Ich hab keine Ahnung. Oh. Kommt der jetzt hier runter? Da oben ist doch noch mehr. 100 Pro CT. Ach, egal. Okay. CTs werden einfach weggemäht. Ich finde hier keine Gegner, Mann. Oben sind doch wieder welche. Hä? Da. Oh, der hat gefressen. Hallo, 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 wo sind sie? Ist hier der Eingang? Spawnen hier die CTs oder was? Wow, hier ist sogar eine... Wow, okay, aber der Hintergrund ist so ein bisschen lame, ne? Irgendjemand labert uns hier und ich weiß nicht was zu. Das war, glaube ich, kein Russisch. Oh! Hallo? Tut, tut! Wo fährt der Heimtrain hin? Oh! Nein, geh weg, bitte. Okay. Ah, es war so klar. Ich wusste, dass er mich gleich wegsprayt, wenn er da reinkommt. Warum spielt der P90 die scheiß Spaten? Wow, Spray and Pray, ey. Nein, nein. Oh, Mann. Ich bin, ey, meine Tasse steht auf meinem Maus, das ist nicht gut. AWP Hyperbeast, ein Einsatz pro 100 noch was Euro, okay. Naja, okay, die Preise sind momentan halt eh alle voll überzogen. Sind halt eh alle Sachen unbezahlbar. Auch das neue Knife, irgendwie so über 300 Euro. Im Limit vom Market-Gedöns. Nein! Okay, das war ein Flick. Hallo? Hallo? Wo geht's lang? Hallo? 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 Ich bin immer noch sehr verwirrt. A? Gehen wir zu A. Wieder zu den B-Robben. Über uns läuft irgendwer. Haben wir es eigentlich mittlerweile nicht mal geschafft? Ne, 4. Oh Gott, ey, 4 Kills noch. 4 Minuten. Okay, 1 Minute, 1 Kill. Easy peasy. Wo? Ich drehe mich so im Kreis, ey. Ich weiß überhaupt, was abgeht. Boah, der hat. Boah,
nein, 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 nein. Wow, der hat... Wow, der hat 94 gefressen, der Penis. Die haben beide so richtig krass kassiert, aber es war wieder einfach so diese mega Entfernung, wo die scheiß P250 einfach gar keinen Schaden macht. Plopp. Oh. Nein, no, 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 no. Das Aim setzt an. Hallo? Hier ist ein Fenster. Nein! Ah, ich habe einfach wieder drauf gebrezelt, wie so ein Wahnsinniger. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Er mit seiner gammligen Nova, was bei ihm los? Muss er vielleicht Nova-Kills machen? Aber er kann doch gar nicht so viele Missionen gemacht haben. Ich glaube, es gibt keine Mission für Nova-Kills, nämlich jetzt. Nein! LOL! Nicht einmal getroffen. Hä? Oh, über mir, über. Da, da, da. Hä? Wo laufe ich hin? Ey, ich bin so, keine Ahnung, ich laufe so einfach strafe so rückwärts irgendwo rein. Ich denke so, ah, ich strafe gleich einfach nach oben rechts oder so. Oh fuck, ich muss noch auf viel Kids machen. Ne, einmal. Was? Nein. Nein, hat er gefressen? Ja, der hat einen dicken Headshot gefressen. Hallo? Ich brauche noch einen Kill! Verpisst euch! Gib mir meinen Kill! Hallo? Nein! Du hast auch schon wieder Headshot. Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Remaining Kills 0. Yes, ich kann endlich normale Waffen spielen. Pack die Duels aus. Das ist übrigens meine neue AK. Mir ging die irgendwie bei Western ziemlich auf den Sack. Aber ich finde die ziemlich cool, auch wenn sie ein blauer Skin ist. Mit Stat-Track kann man sich gut geben. Ich mag die AK. Mach Platz! Mann! Du Arschkrüppel, stell dich halt genau um mein Fadenkreuz. Tut, tut! Jetzt, wenn man eine gescheite Waffe hat, mäht man hier doch einfach nur durch. Okay, zum Hühnchentreffen sind aber immer noch zu blöd. Ich achte auch überhaupt nicht auf die Minimap, weil ich auch überhaupt keinen Plan habe, dass man das anzeigen soll. Hallo? Stirb. Habe ich da auch gerade jemand gesehen, oder? Nein, nein, nein. Oh, meine Fresse, warum machst du sowas? Nein! Nein! Wie viele da kommen, Mann? Okay, die Position hier finde ich eigentlich ganz schick. Ich weiß noch nicht, ob jemand vorbeikommt. Oh, da oben ist mit gespawnt. Nein! Wow! Das war Luck. Nämlich einfach wieder aufgestanden, weil ich mir schon gedacht habe, oh, jetzt musst du dich bewegen, sonst gibt er dir was richtig Böses. Und er hat mir auch was Böses gedrückt und leider nicht böse genug. Und mein Spray ist mitten in seinem Kopf. Hui. Oh, come on, mate. Come on, mate. Mate. Mate, wo ist er hin, mate? Okay. Ja, schick. Achso, ja, wir wollten noch das Case aufmachen, Mann. Ich will noch ein Case. Dann mache ich noch ein Case auf. Case. Wow, Phoenix ist ein Case. Nein! Fuck, egal, wir haben eine. Wir sind etwa voll überdreht, merke ich, weil wir haben fucking halb 5 Uhr morgens. Scheiß die Wand da. Ja, was macht man nicht alles, um irgendwie so ein paar geile Videos an den Start zu bringen? Okay, wir machen jetzt noch so ein Case auf. Da wird jetzt übelst geile Shit drin sein. So ein richtig geiles neues Falcon Knife. Whatsoever. Ich muss, glaube ich, Geld aufladen. Guthaben hinzufügen. Betrag hinzufügen. Oh nein, jetzt lad Webseite bitte. Ja, ich habe nur so ein schwarzes Scheißbild. Guthaben hinzufügen. Ah, jetzt geht's. Guthaben aufladen. 5 Euro. Machst halt nichts, ey. Ich hoffe, ich habe noch 5 Euro. Ich habe, glaube ich, gerade so noch 5 Euro auf meinem PayPal-Konto.
Aufgang, Vorgang wird bearbeitet. Aber da seht ihr auch die ganzen Skins unten übrigens, wenn das schwarze Bild gleich mal weg ist. Falls ihr euch die noch nicht angeguckt habt, seht ihr jetzt gleich nochmal. Zur Transaktion zurückkehren, autorisieren und okay. Da seht ihr, da gibt es eine relativ coole, relativ schwarz-rote M4, die ist halt richtig nice, finde ich. Die Galil sieht auch sehr stylisch aus. Mit der Glock bin ich mir nicht so sicher, will ich in-game sehen. Nova, bla. P90, sehr nice. UMP, meh. Die USP finde ich richtig fett. Farmers, bla, bla, bla. Die sieht, finde ich, auch ganz schick aus. Ich würde sie in-game gern sehen. Das hier, bla. Boah. Ja gut, eine SG Cyrex, ne? Ist halt nice, aber wer spielt schon SG? Die AK ist halt mal richtig geil. Und die Orb ist auch richtig geil, Hyper Beast. Und ja, das Knife, das sieht auch ungefähr so aus, wie ihr es seht, halt nur mit einem anderen Finish. Das sieht auch ungefähr so aus, wie halt auf dem Operation Gerödel, Gerödel. Ja, Schlüssel benutzen, wünscht mir Glück. Ich habe da eine schöne M4 irgendwo mal vorbeisausen sehen. Ey, aber die hat wenigstens, die sieht gut aus. War das FN? Wo ist sie denn? Irgendwo. Warte, die müsste nicht ganz vorne sein. Nein. Sortieren nach Warm. Die ist, glaube ich, FN oder so. Minimal. Okay, Minimal ist auch voll okay. Wollen wir uns die nochmal ganz schnell in-game angucken? Bevor wir jetzt das Video beenden, Spiel suchen. Ja, mach einfach irgendwas. Ist doch scheißegal. Ich will nur kurz die Glock sehen. Ja, ich finde die nicht schlecht, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so meine neue Lieblingsglock wird. Also ich mag die Grinder, die ich mir geholt habe mit Stat-Track, ist halt schon. Ja, ich meine, wenn die Stat-Track. Oh, jetzt seht ihr auch die komische, keine Ahnung was, Dschungel-Map nochmal ganz schnell. Aber ich kann die nicht zu Ende spielen. Verdammt nochmal. Ich muss eigentlich noch ein verdammtes Battlefield-Video aufnehmen. Egal, geh ich halt erst um 5 Uhr morgens schlafen. Ah, Mann. Ja, komm, lad. Ich will nur ganz schnell meinen Blick auf die Ingame-Glock werfen, Mann. So kann man nicht mal Glück haben bei so einem verdammten neuen Case. Ja, wenn ihr coole Leute seid, aber ich meine, die ist am Anfang wahrscheinlich einfach zu viel wert, aber wenn ihr mir eine coole neue Kiste offern wollt, nein, ich gehe CT wie so ein Esel. Terror ist voll. Oh, da. Wenn ihr mir die neue Kisten offert, ich mache die gerne auf. Ich würde sogar ein Case-Opening machen, aber. Die Kisten sind halt einfach noch zu teuer. Und ansonsten. Aber die sieht eigentlich aus wie FN, ne? Die scheiß Glock. Die Glock sieht richtig geil aus. Ey, jetzt sieht die gar nicht die Map. Die Map hat sich ja geändert. Das hat keinen Kratzer dran oder so. Die ist halt richtig sexy. Ich weiß nicht, ich spiele die vielleicht. Ich finde, die Farben ist nicht so. Das ist nicht. Stirb, stirb, stirb. Also, ich finde, Blau ist nicht unbedingt meine Farbe. Das ist eher so das Ding. Aber ansonsten, so rein vom Ding her, finde ich die Glock echt ganz nice. Ups, nein, ich wollte die Glock spielen. Wow, wie der Spray da so rübergefädelt ist. Warte mal, das sollte jetzt enger sein hier, oder? Das ist nicht enger, aber A müsste enger sein. Nein! Verreck! Okay, ich will nochmal ganz schnell nach A gucken. Ich will nämlich wissen, wie viel kleiner das jetzt ist. Okay, wir sind in der Nähe von A. Tut, tut! Nein, lass dich weg! Lass dich in Ruhe. Mir A angucken. Naja, ist halt jetzt hier diese Dinger, ne? Da kannst du jetzt nicht mehr drüber schießen und so ein Shit. Das wird alles ein bisschen enger oder so. Auch nicht viel. Wow, dein Farmer's Aim ist ja Roffelcopter-mäßig. Hätte ich noch geholt, wenn der mich jetzt nicht von der Seite geholt hätte. Tok, 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 tok. Okay, wir spielen noch ein bisschen tot dann. Gleich. Gleich, gleich, gleich. Ah! Knife, Knife, go, go, go. Nein, von hinten. Okay, das war's. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht machen wir noch ein paar mehr Dingsbumsens-Missionen. Wahrscheinlich wir können ja machen, dass ich jede Mission einfach aufnehme. Dann haben wir viele tolle neue Videos, wo man auch nicht immer jemand braucht. Manches halt Matchmaking, manches nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich sehr müde bin, übermüdet, Wurst, egal. Viel Spaß mit dem Video. Bis dann, Leute, macht's gut und ciao, ciao.